So, ja, dich lasse ich mal am Leben. Ja. Man sieht sogar die Reifenspuren. Das ist mal ja nicht schlecht. Jetzt nicht mehr. Ja, das Spiel ist eben noch. Ist das noch in der Early oder? Habt ihr das Tier irgendwo erlegt hier? Ist auch egal. Ich verkaufe den Shit jetzt erstmal. Boah, krasse Scheiße. Ja, das Lenkvermögen ist immer noch. Kann ich jetzt hier eigentlich was? Ja, ist immer noch der Autohändler. Ja, das magische Schild, das sogar LKWs aufhält. Ist alles so geblieben, wie ich es hinterlassen habe. Ich wusste ja nicht, dass sie so eine Drecksau war. Rindfleisch, Käse, Weißschimmel. Aber ich habe Lausche mit drin. Es ist aber egal. Ich werde jetzt alles hier verkaufen. Ja. Ich muss sagen, das Winterupdate gefällt mir nicht so richtig. Es ist mal ein kleines, ist mal ein Highlight bei dem Spiel, weil sich endlich mal was geändert hat hier. Aber naja, es hakt ein bisschen an der Grafik. Gut, das wird wahrscheinlich nur ein paar Tage die Updates sein, dann wird sich das wieder zurückschalten, weil es läuft ja über Dezember bis Januar wahrscheinlich nur. Ich spiele gerade im Dezember, weil ich gesehen habe, Ranch Simulator läuft im Januar bei mir aus. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich spiele mal eine Runde Ranch Simulator, weil ich habe bisher jetzt immer nur Craftopia gespielt, hoch und runter gerüttelt ohne Ende wie Weltmeister. Dann habe ich Skyrim ja geschrubbt, bis zum geht nicht mehr. So ehrlich, das war echt nicht mehr. Das war echt krass. Dann habe ich noch Tom Clancy habe ich mal angespielt, so 10 oder 12 Folgen werde ich weiterspielen. An Cars habe ich angespielt. Tolles Spiel, aber ja, macht das kann man nur zwischendurch als Fun machen. Dann habe ich einige Coach-Videos noch fertig gemacht. Was ist heute mit mir los? Meine Nase spielt verrückt. Also mein Hals juckt, meine Nase spielt verrückt, ich muss permanent niesen. Ich habe also eine komische Stauballergie. Ich weiß nicht, auf welche Staubart ich eine Allergie habe. Aber ja, wenn irgendwas zu viel auftaucht, ich bin das nur immer am Putzen. Schon wieder. Und dann muss ich mal 5 bis 6 Mal hintereinander niesen und so weiter. Ich muss auch gleich was trinken. Ja, so ist es immer, wenn man alt wird. Ja, komm, spring, du alte Sau. So ist es, wenn man alt wird. Die Haut wird runzelig. Kann ich da jetzt noch rein? Nö. Aber ich kann mich hier nicht auf die Matratze legen. Der hat bestimmt erfroren sein am nächsten Morgen. Nein, ich liege hier ohne Decke im Schnee bei Minusgraden. Ist das der Hammer. Ja. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Ja. In der Zeit kann ich jetzt mal die Baumstämme wieder mitnehmen, weil die brauche ich ja. Die habe ich ja nicht mit sonst abgeholzt. Wartezeit ist immer scheiße. Ich hasse warten. Wenn dann muss es funktionieren. Also wenn ich was mache, dann wird durchgezogen ohne Pause, bis ich fertig bin. So bin ich nun mal. Und da ist Wartezeit immer doof. Und wenn ich dann doch mal gezwungen bin, wa zu warten zu müssen, dann mache ich in der Zeit Sachen, die irgendwo angefangen worden sind, ich aber nicht be richtig beenden konnte, weil mir mal wieder irgendwas dazwischen kam,
weil mal wieder irgendjemand dazwischen geschrien hat oder mich unterbrochen hat. Dann mache ich das eben weiter. Naja. Wenn man sich um alles kümmert, braucht man sich gar nicht wundern, wenn alle immer nach einem rufen, wenn sie Hilfe brauchen. Und da ich ja sowieso immer jedem Menschen helfe, ist egal, was er gemacht hat, wie er aussieht. Aber geimpft ist oder ungeimpft ist, das geht mir auch am Arsch vorbei. Es sind Menschen. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Sonst bin ich ja irgendein Leugner, der Menschen hilft. Naja, so ist das nun mal, der Verstand der Bevölkerung. Hühnerwurst ist okay, Frikadelle, weiß ich nicht. Ich werde das mal verkaufen. Ja, ist schon mal eine ordentliche Summe. Aber hallo? Ey, ist das brutal ehrlich jetzt da? Hier von denen, hier von denen. Drei Stück. Wow. Meine Fresse. Das ist nicht schlecht. Das ist super. Verkaufen. Raus dem Mist. Okay. Dann mache ich jetzt mal hier weiter. Wie gesagt, wenn man mal überall gefragt ist, dann armes Kükchen, schon eingefroren während der Nacht. Ich habe überlebt, der Kükchen nicht. Dann stehen manchmal auch die Nerven blank. So, wir haben jetzt dieses Update. Ich müsste mal gucken. Nee, wo war denn der Laden? Ich kann ja mal zum Laden fahren. Komm, 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 komm. Ich glaube, der war in diese Richtung. Es sind enorm viele Rentiere. Ich glaube mir, dass das Rentiere sind. Oh, hallo. Ja, dieser Schnee, der macht meine FPS hier für den Arsch, wa? Warum rennen die mir immer in den. Ich nehme ja gleich die Waffe und schieße die alle ab. So. Da kann ich auch gleich wieder neue Munition holen. Bis der mal nachlädt, ist der hier weg, also echt jetzt. Na komm. Er steht gerade da. Solltest dich beeilen. Dankeschön. Zum Glück bleibt er liegen. Dann kann ich ja wieder zurückgehen und das Holz hier mal einsammeln. Wenn ich schon dabei bin, dann brauche ich mich kein neues Holz holen. Dann brauche ich noch die Säge bearbeiten und das hier ins Lager wieder holen. Meine Katze dreht mal wieder durch und will einbrechen. So, da bin ich wieder. Also ich kann euch einen einzigen großen, also Ratschlag geben. Bringt euren Haustier nie bei, wie sie Türen öffnen können. Wenn sie was wollen, die springen immer gegen die Klinke wie die Weltmeister. Mein Kater kann nämlich Türen öffnen und das kann manchmal ganz schön nerven. Tierisch nerven. Gut, er hat jetzt auch Hunger gehabt. Ich habe ihm vergessen, Futter zu geben. Schlechtes Herrchen. Aber was soll's? Er hat mir jetzt gerade gesagt, ganz still und leise. Ey, Alter, komm mal aus deinem Zimmer da raus, aus deinem Arbeitszimmer. Wie war denn das nochmal? Okay, ich kann das auch so machen. Ich wollte ja eigentlich gerade nur in die Position, in die Ego-Position. Und ich wusste gerade nicht, wie das funktioniert mehr. Sag mal, bist du blöde oder was? Na, dann ducke ich mich mal. So. Hab ich jetzt so viel Scheiße hinterlassen beim letzten Mal?